Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil sie sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. Und schon sind wir bei Mercedes, den ehemaligen Daimler. Für mich werden die auch immer Daimler bleiben, aber wir sind jetzt hier bei den Mercedes. Erstmal hier zu den Terminen, die kommen relativ früh mit ihrem Jahresabschluss 23, schon am 22.02. Und dann machen sie am 30.04. Q1-Bericht. HV ist wie üblich im Mai. Die haben also neulich ein Problem gehabt, haben das immer noch, dass die also hier steht 10.000. Ich habe schon Zahlen gehört von über 100.000 Autos zurückrufen müssen wegen diesem Dieselskandal. Ja. Hat sich auch nicht so toll im Chart ausgedrückt, aber das Handelsblatt hat eine Erhebung gemacht über die Profitabilität von den verschiedenen Autos. Und da liegt, man höre und staune, Mercedes auf Platz 1. Ich lese es gerade mal vor, der Vorstandschef Ola Källenius hat Mercedes-Benz kernsaniert und mit einer Luxusstrategie auf Profitabilität ausgerichtet. Das zeigt sich auch im Ergebnis. Von April bis Juni erwirtschaftete der Konzern einen operativen Gewinn von knapp 5 Milliarden Euro. Zum Vergleich, VW war bei 4,5. Die Rendite wuchs leicht und lag bei 13%. Damit haben die also alle Toyotas, Hondas und wie sie alle heißen, Mitsubishis platt gemacht. Da war ich leicht überrascht. Überrascht deshalb, weil hier Nachbar hat so ein Elektroauto von Daimler. Das sieht aus, das ist so ein SUV. Das Ding das sieht sehr aggro aus, der Teil. Da denkst du, das wäre 290. Aber so schnell fährt er gar nicht. Und das Ding ist alle 8 Wochen kaputt. Und dann dauert es 4, 5, 6 Wochen, bis das Ding repariert ist. Also ich bin da ein bisschen überrascht, aber ich gehe davon aus, das Handelsblatt hat richtig recherchiert. Ich habe nur eine Analyse in der kürzeren Zeit entdeckt, das ist die von Bernstein bei 85. Sonst habe ich da keine gefunden, die innerhalb der letzten 4 Wochen waren. Die waren alle irgendwie älter und da gucke ich nicht mehr so drauf. Das ist der Monatschart und das hier ist das All-Time-High. Das war am 2.3.2015. bei irgendwas, ich glaube, es war bei 84. Und dann sieht man mal, die waren sogar 17,5 in der Corona-Zeit. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung zu sagen. Egal wie, man sieht hier ein schönes Plateau als Widerstand im Bereich von 77. Wir handeln hier um die 20-Monats-Linie rum. Und das hier ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Support, liegt knapp auf der 50. Ähnlich wie VW sind die technisch schon sehr tief und beginnen sich hier zu stabilisieren über das MACD. Insofern muss ich sagen, das sieht wie eine Bodenbildung hier aus. Auf Wochensicht haben sie sich auch schön stabilisiert. Das sieht man hier, lang, kurz, kurz. Spätestens hier kam dann das Kaufsignal rein. Da waren sie bei 58, aber dann haben sie es auch nicht viel genutzt, 65. Naja gut, 10%. Wir sind weiterhin positiv nach oben gerichtet über den Oszillator. Und auch hier spielt wieder die 20er-Linie eine Rolle. Das ist die 20-Wochen-Linie, an der hängen wir momentan dran. Auf den Tag gesehen, ist aber was mir nicht so gefällt.
Und zwar ist es dieser Freund hier, ein Shootingstar, der außerhalb des Bandes war und wieder reingegangen ist. Und vor dem Hintergrund von diesem technischen Verkaufssignal und dem, was ich hier über das MACD habe, muss ich davon ausgehen, dass die Daimler nochmal hier so in diesem Bereich, ne, 58, 58,5 gehen, bevor sie dann vielleicht endlich mal die 200-Tage-Linie überbieten, die ist bei 67, und sich vielleicht mal hiermit beschäftigen. Ich habe folgende Scheine mitgebracht. Und zwar, das ist ein 48er Call. Der liegt also noch, ups, hier drunter. Deutlicher hier drunter. Unter dieser Unterstützung, die ich eben schon gezeigt habe, bei 50. Der hat momentan einen Kleinhebel, der ist so um 4,5. Das kann man sich anschauen, wenn man ruhiger schlafen wird, wenn wir mal unter die 20-Tage-Linie gehen oder vielleicht sogar hier auf die 58, dann wäre das die Option meiner Wahl. Wer es ein bisschen heißer haben will, der geht unter dieses letzte Zwischentief hin, da sind wir bei 53,20. Der hat im Moment einen 7,5er Hebel. Also die sind alle nicht so großartig gehebelt. Also jetzt, da ist kein 20er Hebel dabei bei den ganzen Dingen, die ich nenne. Ich habe aber auch einen Put für diejenigen, die sich sagen, nee, diese Geschichte, was die Bundesregierung jetzt macht mit den Prämienerlass oder Steuererlass für die Elektroautos, das geht ganz böse nach hinten los. Das ist aber ein 70,90er. Da sind wir hier deutlicher hinter der 200, hinter der 200-Tage-Linie. Das wäre auch zum Beispiel für Absicherungen von Optionen. Grundsätzlich, jetzt gesehen habend, die BMW und die VW, muss ich sagen, dass alle Autos noch ein bisschen fallen können, aber meines Erachtens nach hier in der Nähe sind, einen Boden zu bauen. Die werden also nicht so wegziehen wie eine Nvidia oder so, aber sie sollten von hier aus nicht mehr nennenswert fallen. So möchte ich das mal formulieren. Und jetzt gucken wir uns mal die Daimler Truck an. So, schauen wir erstmal auf die Termine und da stehen gar keine drin. Das müsst ihr jetzt woanders rausfinden, aber das mache ich jetzt hier nicht. Es gab also einen Leerverkäufer, zumindest einen, der sich melden musste, Marshall Wace. Der haut er immer mal drauf. Glaubst du, so glücklich kann er damit momentan nicht sein. Also da muss man nochmal nachgucken, wann dann die Zahlen kommen. Ich habe drei Analystenschätzungen gefunden. Morgan Stanley nimmt sie hoch auf 43, Kurs ist also momentan 35,5. Goldman auch 43 und Barclays auf 45. Es gibt immerhin, da war ich überrascht, 1600 Scheine. Hier muss ich nicht auf den Monat schauen, weil das sind viel zu wenig Kerzen, da kann ich gar nichts machen. Die haben eine schöne Bewegung hinter sich und haben auch hier einen schönen Boden gebildet bei 27,60. Das ist alles noch positiv hier, sowohl über den Trendfolger als auch über die Stochastik. Passt alles. Und das hier ist das All-Time-High? Ja, das ist das All-Time-High. Dieses hier. Da sind wir bei 35,80. Die haben eine schöne Bewegung gemacht. Ja. Wie gesagt, die Analysten sind grundsätzlich positiv für den Wert. Und jetzt gucken wir mal hier in den Tag rein. Sie gilt natürlich als überkauft. Nach der Bewegung hier von 27, sagen wir mal, von 28 hoch bis zur 35 fast, gelten sie als überkauft. Sind auch leicht überspannt über das MACD. Also, aber ich habe kein Verkaufssignal. Das heißt, es kann hier locker nochmal an das All-Time-High rangehen, da so bei um die 36 rum, bevor es dann mal irgendwie ein bisschen atmet. Wir sind deutlicher über der 200-Tage-Linie. Das ist das, was Daimler selbst nicht geschafft hat. Alles andere dreht hier hoch. Also mir gefallen die eigentlich ganz gut, aber ich würde gerne auch mal hier nochmal eine Pause sehen, die erfrischt. Das ist mir jetzt über einen zu langen Zeitraum hier vom 1.12., das ist mir zu hoch. Aber super Bewegung, überhaupt keine Frage. Aber ich denke, das wird bremsen hier, dieses All-Time-High. Da habe ich folgende Scheine. Und zwar einmal ein 26,70er, der liegt hier drunter. Der kommt bei mir aufs Buch, beziehungsweise der kommt sowieso auf die Watchlist und kommt bei mir aufs Buch, wenn wir so um die 31 sind. Für den, der es heißer mag, mit höherem Hebel, habe ich auch einen 29,70er. Da sind wir also hier drunter. Ja, weil hier ist nämlich nochmal so eine kleine Unterstützung bei 30, aber das ist knapp dann. Aber das muss man sich genau überlegen. Ich habe auch einen Put für den Fall, dass jemand was absichern muss. Da sind wir bei 38,66 hier oben. Aber grundsätzlich gefallen die mir von allen Autoherstellern eigentlich im Moment am besten, muss ich wirklich sagen, über den Tag hinaus. Aber auch hier, ich glaube, die haben das Schlimmste gesehen.